Guinan bringt immer wieder Uhren raus, die ungewöhnlich sind. Und auch 2023 gibt es eine solche Uhr. Es ist die Classic Edition CS 2023, eine Uhr, die an eine Chrono Sport erinnert, die schon damals sehr begehrt war und am Markt schwer zu bekommen ist, so wie es auch die CS 23 sein wird. Du bist interessiert? Dann bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die bereits vor vielen Jahren als Chrono-Sportmodell von Helmut Sinn Furore gemacht hat. Und zwar handelt es sich um die kürzlich von Guinan aufgelegte Classic Edition CS 2023, die ihr hier im Bild sehen könnt. Das Modell ist in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich gewesen. Einmal in der von mir hier gezeigten Version mit der Tachymeter-Lünette und es gab sie auch mit der 12-Stunden-Lünette, wo die Strichindizes auf dem Reo noch mit den Ziffern 1 bis 12 markiert waren. Das war auch das Design, was das ursprüngliche Chronosport-Modell hatte. Mir hat aber die Tachy-Lünette besser gefallen, einfach weil ich mit dieser Funktion im Alltag tatsächlich auch etwas anfangen kann. Ich kann die Zeit stoppen, wenn ich das möchte. Die 12-Stunden-Markierung hat mir da nicht wirklich weitergeholfen. Die Uhr ist 40,5 mm im Durchmesser breit, bei einer Bauhöhe von 14,9 mm. Ich finde, man sieht es der Uhr aber nicht so deutlich an. Ich komme aber im Laufe des Videos noch drauf zu sprechen. Dann hat die Uhr einen Lug-to-Lug-Abstand von 44,3. Die Bandglieder stehen etwas hervor, sodass wir vielleicht auf 46 mm kommen. Auf jeden Fall deutlich unter 50 bleiben und damit eine sehr gut tragbare Größe haben, auch für kleinere Handgelenke. Der Bandanstoß, und zwar der Anstoß im Gehäuse selber, sind 20 mm. Das Stahlband passt sich dem Gehäuse an und hat am Gehäuse etwas über 23 mm und verjüngt sich dann runter bis zur Schließe auf 18 mm. Die Uhr ist bis 20 bar oder 200 Meter wasserdicht. Sie hat verbaut das Sellita SW 500 in der Ausführung Top und wiegt ohne Band 86 Gramm. Ja, da die Uhr in beiden Varianten zusammen, also 12 Stunden Lünette und Tachylünette, auf 30 Stück limitiert war, musste man sehr schnell zuschlagen, wollte man eine haben, insbesondere bei dem Preis von 1.899 Euro am Lederband beziehungsweise knapp über 2.000 Euro am Stahlband. Ich habe mich, als ich die Uhr gesehen habe und es gelesen habe, sofort entschieden zuzuschlagen, weil für mich ist das einer der schönsten Chronos unter 2000 Euro, die derzeit am deutschen Markt sind. Und zudem ist es für mich eine nahezu perfekte Alltagsuhr, wie sich bei mir jetzt über die letzten Wochen gezeigt hat. Ich habe die Woche jetzt 10 Tage. Ich habe auch das eine Woche am Arm-Video bereits abgedreht, sodass ich also mehr als nur den einfachen, nackten Eindruck einer Uhr aus der Box habe und kann sagen, sie trägt sich wirklich hervorragend. Auch die Höhe von 14,8 mm finde ich im Alltag überhaupt nicht auffallend, weil der Boden, übrigens ein Glasboden mit einem dekorierten Werk, kriege ich das ein bisschen besser eingefangen? Ja, ich glaube, hier kann man das dann ganz gut sehen. Der Glasboden steht etwas hervor, sodass dieser Teil
etwas in den Arm einsinkt und sich versteckt, dann kommt die relativ dünne, schmale Flanke und dann die Lünette, die fest mit dem Gehäuse verbunden ist, setzt sich oben drauf, sodass wir ein dreistufiges Gehäuse haben, was dazu führt, dass man die Gesamthöhe nicht als einen Wert wahrnimmt, sondern dreigeteilt und dadurch die ganze Uhr am Arm deutlich schlanker wirkt, als man es vermuten würde bei den nackten Daten. Ich zeige sie euch auch gerne mal am Arm und das finde ich an meinen 17,5 cm Handgelenken eine fantastische Größe. Und wenn ich den Arm drehe, dann seht ihr, was ich meine mit dem Boden. Der Boden ist jetzt bei mir im Arm drin. Wenn ich sie etwas anhebe, kriege ich das hin, dann taucht der Boden auf. Aber so, wenn sie normal anliegt, ist es fast nicht zu sehen. Und die Uhr wirkt am Arm wesentlich schlanker und schmaler, als es die fast 15 mm Bauhöhe des Datenblattes vermuten lassen würden. Die Krone ist ebenso wie der Boden verschraubt. Gut griffig, hat keinen Kronenschutz, was ich bei dieser Uhr auch nicht zwingend notwendig finde. Es ist ja keine Taucheruhr und sie ist auch nicht gedacht, bei irgendwelchen groben Unterwassersport oder sonstigen Aktivitäten eingesetzt zu werden. Die Drücker sind nicht verschraubt, haben einen angenehmen, festen, knackigen Druckpunkt. Man kann es ganz gut hören. Ich gucke mal, ob ich den hörbar machen kann. Ich gehe mal Richtung Mikro. So, dann sind wir auf der anderen Kamera. Mal schauen, ob man das hören kann. Ja, also der Druckpunkt ist klar definiert. Die Nullstellung des Totalisators und auch der Zentralsekunde funktionieren hervorragend. Ich habe die Uhr jetzt 11 Tage am Arm. In den 11 Tagen ist sie ungefähr 80 Sekunden vorgelaufen. Das heißt, irgendwas um die 7 Sekunden am Tag, womit ich gut leben kann. Bedeutet aber auch, dass ich sie heute auch einmal stellen könnte. Das heißt, wir schauen uns gleich auch an, wie die Zeiger gesetzt sind. Das Band ist nicht das Band, was Guinan üblicherweise an der Serie 40 verbaut, sondern es ist ein speziell angefertigtes Band für die Serie 60. Diese Classic Edition CS23 hat das typische Gehäuse der Serie 60 von Guinan mit dem, wie bereits erwähnt, oben breiteren und sich dann verjüngenden Band. Wir haben eine Schließe, die sowohl die massiven Bügel hat, dann den Pilzkopf als Sicherung mit den beiden Drückern an der Schließe und als wäre die Uhr für mich gemacht, hat sie zusätzlich noch den Sicherungsbügel, was ich ja immer sehr gerne habe und dieser ist auch in die Schließe eingelassen, liegt nicht auf, steht nicht vor, was ich sehr gerne mag und die Uhr hat überdurchschnittlich viele Löcher zur Feinverstellung, 6 an der Zahl, was auch gar nicht so schlecht ist, weil die Glieder relativ lang sind und es auch keine kleinen Glieder gibt. Ich konnte die Uhr an meinen Armen perfekt einstellen und trage sie, ohne dass es in irgendeiner Weise drückt, quetscht oder juckt. Die Schließe hat keine Tauchverlängerung, die vermisse ich auch nicht. Dadurch bleibt die Schließe etwas flacher und etwas kürzer, beziehungsweise kurz kann man nicht sagen, bei so vielen Löchern zur Feinverstellung. Aber sie bleibt eben etwas flacher, wenn man das Band zumacht, ist es eine typische Schließe, aber sie trägt nicht so dick auf, wie es gegebenenfalls mit einer Tauchverlängerung sein könnte. Jetzt schauen wir uns auch gerne noch einmal die Zeigersetzung an. Und Stopp auf der 60. Und jetzt, da wir bereits Nachmittag haben
muss ich ein kleines bisschen kurbeln, damit ich die Zeiger nicht um Mitternacht setze. Das mache ich nicht so gerne, beziehungsweise prüfe, wie sie gesetzt sind. So, und jetzt einmal kurz gucken, wie die Zeiger gesetzt sind. Und hier hat Guinan ganze Arbeit geleistet, gibt es aber gar nichts auszusetzen, passt alles wunderbar. Auch von den Seiten her ist das sauber gemacht. Sehr schön, habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich anders erwartet. Was mich bei dieser Uhr überrascht ist, nachdem sie von Guinan gezeigt wurde und in den Vertrieb ging, um dann relativ schnell ausverkauft zu sein, habe ich doch einige Bemerkungen gelesen, wer was in dieser Uhr sieht. Ich habe gelesen, dass einige in ihr eine Omega Speedmaster Mark II oder Mark IV sehen. Dem kann ich nicht wirklich folgen, weil ich doch finde, sie sieht ganz anders aus. Manche haben in ihr eine Porsche Designuhr gesehen. Da kann ich schon eher verstehen, warum man auf diesen Gedanken kommt. Die Ähnlichkeit zu einem fast baugleichen oder designgleichen Modell, zumindest was die Gehäuseform betrifft von Sinn, ist natürlich unverkennbar und ist auch der Historie der beiden Marken geschuldet. Insofern ist das überhaupt nicht verwunderlich. Was ich an der Uhr ausgesprochen schön finde, ist, dass es für diese Uhr auch ein passendes Silikonband gibt mit einer entsprechenden Bandverbreiterung. Ich blende euch einmal einige Bilder ein, die ich im Rahmen meines eine Woche am Arm Videos gemacht habe, denn auch mit dem Silikonband sieht die Uhr wirklich richtig klasse aus. Und ich bin ja normalerweise nicht der ganz große Silikonband-Fan, aber hier trägt sich die Uhr mit dem Silikonband wirklich klasse. Und ich finde, mit dem Silikonband hebt das Ziffernblatt mit dem Schwarz-Weiß-Kontrast noch einmal etwas deutlicher hervor, insbesondere auch, weil das Silikonband diesen Schwarz-Weiß-Kontrast aufgreift. Das ist die Uhr am Stahlband und so sieht sie mit dem Silikonband mit weißer Kontrastnaht aus. Beides klasse. Silikonband muss man mögen, nicht alle mögen das, nicht alle mögen aber auch Stahlband. Man kann also hier wunderbar wechseln. Wenn man Lederbänder dran macht, dann hat man halt hier den kleinen Abstand zum Gehäuse, es sei denn, man kauft angepasste Lederbänder oder passt sich Lederbänder selber an. Ich persönlich werde sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ausschließlich an dem Stahl- und an dem Silikonband tragen. Bei Nacht macht die Uhr ebenfalls einen sehr guten Eindruck, ist gut ablesbar, allerdings nicht so lange wie andere Uhren, die ich habe. Ich kann sie die ganze Nacht ablesen, aber die Leuchtkraft lässt doch etwas schneller nach als bei anderen Uhren. Dafür hält sie ausreichend lange an, um sie auch die ganze Nacht ablesen zu können. Was macht jetzt diese Uhr für mich? Die nahezu perfekte Alltagsuhr. Zum einen die Tatsache, dass sie sich preislich in einem Rahmen bewegt, den sich doch noch mehr Leute leisten können. Die Größe ist für mich optimal. Ich kann sie fantastisch am Arm tragen und es ist eine der Uhren, die am Arm überhaupt nicht stören. Es ist eine der Uhren, die für mich überall passen. Ich kann sie mir bei sportlichen Anlässen feststellen. Ich kann sie mir aber auch genauso gut im Büro fest vorstellen oder aber mit Freunden beim Bier. Smoking und sonstige Sachen trage ich nicht. Da muss ich mir also überhaupt keine Gedanken zu machen. Was ich noch sehr schön finde, und auch das möchte ich euch gerne zeigen, ist, dass Guinan die Uhr mit zwei unterschiedlichen Papieren ausliefert. Einmal die Garantieerklärung, das spare ich euch im Detail. Hier gibt es also dann den entsprechenden Garantietext zur Uhr.
Und es gibt eine Dokumentation der Endkontrolle, wo hier die ganzen Messwerte genannt sind, die Ganggenauigkeit, die Gangreserve ist gemessen worden. Also das finde ich sehr schön, gefällt mir sehr gut und passt zu meinem durchaus sehr positiven und sympathischen Eindruck der Marke Guinan. Meine neue Uhr, sie ist jetzt 10 Tage am Arm, wird auch noch 10 Tage am Arm bleiben. Das zeigt schon sehr deutlich, wie gut mir die Uhr gefällt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.